Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Forest. Ich mache mir erstmal was zu essen, weil ich habe Hunger. Wir haben ja Gott sei Dank noch Fisch und den hauen wir uns jetzt mal in die Pfanne, hätte ich beinahe gesagt. Nee, pur ins Feuer. So, den werden wir dann gleich mampfen. Wir hatten ja in der gestrigen Folge einen Kommentar und zwar, warte, das war der AVE Rage, der ja, oh, schnell essen, sonst ist es verbrannt, der ja zu Recht gesagt hat, geht's auf oder unter, man weiß es nicht. Auf jeden Fall nehmen wir schon mal die Axt in der Hand. Der zu Recht gesagt hat, das Gefarme hier zu zeigen, ja, wäre relativ oll. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, gehört aber dazu. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch entgegnen, naja, wenn man zum 400. Mal gesehen hat, wie so ein Baum gefällt wird, dann ist es wirklich irgendwann oll. Und das ist auch so ein bisschen einer der Schwachpunkte hier von dem Spiel, dass man, das sind dünne Bäume, komm, wir machen uns, ne, ist auch dünn, dass man relativ viel farmen muss. Aber wir wollen ja nun mal eine Blockhütte, also müssen wir auch farmen. Es scheint übrigens der Sonnenuntergang zu sein. So dass ich mir auch gedacht habe, dass ich es eventuell, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, vom Aufnahmeformat etwas, du fall doch um, etwas anders machen werde. Holla, der ist ja gesprungen hier, der Stamm. So, und zwar, wie gesagt, es steht aber noch nicht fest, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Will ich mal versuchen, diese ganzen Farmereien bei Twitch zu machen. Wieso lässt er mich jetzt hier nicht da? Sprich, oh, die Nacht brach herein. Es ist ziemlich dunkel. Na gut, das werden wir schaffen, da hinzukommen. Wird es auch kein Licht machen. Ich sag's noch, wir werden es schaffen. Da hinten leuchtet ja noch unser Lagerfeuer. Hier ist der alte eklige Stinkefisch. Ja, genau, in dem die Fliegen schon rumbappen. Das heißt also, wir werden uns gleich erstmal hinlegen. Aber unser Lagerfeuerchen brennt noch so. Gute Nacht. So, die Sonne geht auf. Wir müssen noch nichts essen. Können aber schon mal weiter abbauen. So, nochmal zum Aufnahmeformat. Ich will also versuchen, die Farmereien auf Twitch zu machen. Man kann ja da sagen, dass die Videos gespeichert werden sollen, die Livestreams, dann werden die dort abgelegt, dann kann man die später noch gucken. Das heißt, wer es dann nahtlos haben will, der kann ja dann auf Twitch ausweichen und die Farmereien sich dann da angucken. Natürlich wird während der Farmereien vielleicht doch was passieren. Also ich will jetzt mit dem, will jetzt nicht das schönste Holzhacker-Video oder den Baumfell-Simulator 2000 hier machen, sondern schon so ein bisschen das Farmen ausgliedern.
Und dazu, das sieht aber schon irgendwie geil aus. Kann man ja nicht anders sagen. So, mal kurz für einen schönen Screenshot. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare. Da ist wer. Ja, die rennen da hinten zu meinem Lager. Das ist ja sehr schön. Dann machen wir den Baum weiter um. Ne, der war's. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, wie ihr das seht. Oh, jetzt haben wir die Möwe geköpft. Also ob ihr das wirklich nahtlos sehen wollt. Sprich auch das ganze Holzgefarme. Oh. Oder ob ihr sagt, ne, komm. Nicht das ganze Holzgefarme zeigen. So, jetzt heute in der heutigen Folge mache ich es halt noch. Weil so schnell ist das auch nicht gemacht, bei Twitch alles einzurichten. Ich werde das weiterhin mit der Elgato aufnehmen. Die hat eine Funktion, das direkt bei Twitch zu streamen. Ich muss aber mal sehen, wie das mit meiner Bandbreite ist. Ich habe 5 Megabit Upload. Und ich glaube, da reicht es nicht ganz für 1080p. Ich meine, oder anders gesagt, man kann mit 5 Megabit Upload in 1080p streamen. Aber da kann es sein, dass es da Hakler und Aussetzer gibt. Das sind wieder so zwei Bäume, die man nicht ummachen kann. Das muss ich also noch ausprobieren. Ich brauche ja hier keine weitere Bandbreite für das Spiel, da es nicht online ist. Und von daher werde ich da noch ein paar Tests machen. Die werde ich dann natürlich nicht speichern zum Begucken. Und wenn ich dann soweit bin, dann sage ich hier Bescheid. Aber mich würde es grundsätzlich erstmal interessieren, wie es ihr die Zuschauer seht, ob ihr also wirklich das getrennt haben wollt oder komplett von A bis Z hier bei YouTube. Das wäre also mein Wunsch, dass ihr da mal in die Kommentare schreibt. So, davon ab. Naja, haben wir es eh bald geschafft. So, wo war denn der Baum? Da liegen die anderen Stämme. Eigentlich müsste noch ein Stamm irgendwo liegen. Apropos Stamm, was macht der Stamm der Eingeborenen da hinten denn noch? Nix, ne? Sind schon wieder weg. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bäumchen fällen. Das ist ein Bäumchen, der hilft uns nicht. Oh. Mampf. Mampf und vor allen Dingen Rüstung. Da war doch auch ein Hase, da ist er. Auch Mampf. Warte mal, hat er ein Fell gegeben? Sah so aus, ne? Sehe ich hier aber nicht. Gut. Weiter im Text. Bäume ummachen.
So, ich springe die Bäume immer noch mal so ein bisschen. Der ist irgendwie in der Luft kleben geblieben. Der hat noch nicht mitgekriegt, dass der Baum unter ihm weg ist. Ich springe die Bäume immer noch mal ein bisschen an, um so ein bisschen die Fallrichtung zu beeinflussen, damit man nicht ganz so weit laufen muss. So, wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben, schaffen wir es vielleicht noch. So, die anderen Stämme müssen hier irgendwo, genau. Ja, jetzt macht er gleich schlapp. Heißt für uns Schokoriegel reindrücken. Kuckgetränke haben wir gar nicht mehr. So viel sind es nicht mehr. Das mache ich dann auch gleich offscreen noch fertig, das Haus. So, das ist ein richtiger Baum. Was ich dann auch vorhabe, das halt so ein bisschen einzuzäunen. Oder so Palisaden drum zu bauen. Damit mir die... Na, vielleicht noch ein bisschen in die Richtung, lieber Baum. Ja, also... Damit mir die ganzen kaputten Eingeborenen nicht reinrennen. Es soll dann noch so ein Hasenstall und anderes Zeug hin. So, da sind noch drei. Na, hier bleiben. Aber die Stelle finde ich gar nicht so schlecht. Hier haben wir so ein bisschen, werden wahrscheinlich da runter hüpfen. Aber hier können wir es zumachen. Oder beziehungsweise hier können wir so, kann ich eigentlich mal, warte mal, kann ich doch eigentlich schon hinstellen. Beziehungsweise die Blueprints. Warte mal, noch mal gucken. Dann sieht man schon mal, wie es etwa wird. So. Guck mal her, dich drehen wir mal. Vielleicht so ein bisschen mit der Natur arbeiten. Ah, da können wir es nicht mehr rotieren, wenn wir es direkt... So schließt das nicht mehr an. Ja, und dann haben wir da so ein Loch. Machen wir es so. Das heißt, hier können sie zumindest schon mal, könnten sie, noch ist ja nicht fertig, zumindest nicht mehr so reinspazieren. Und dann werde ich es hier noch weiter rum mit Palisaden versehen. Dass wir hier so ein bisschen Platz zum Bauen haben. Fallen aufstellen können und so weiter und so weiter. Damit man schon mal so in etwa sieht, was ich da vorhabe. So, den können wir nicht ummachen, ne? Nö. Aber den. Also ihr seht, ich nehme eure Kommentare da schon ernst und versuche auch auf sie einzugehen. Frage aber natürlich nochmal nach, was die Masse
der Leute möchte. Weil mich das natürlich interessiert, für euch mache ich es ja. So. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu schiffen. Man kann also durchaus in anderthalb Folgen kriegt man so eine Blockhütte hin, wenn man die 20 Minuten lang macht. Ja, das ist der Grund. Oh, guck mal hier, Familie Hoppel und... Tja, was ist das eigentlich? Schon wieder weg. Warane sind es nicht. So, drei Stämme noch, dann steht die Hütte. Darauf konzentrieren wir uns jetzt nochmal schnell. Dann machen wir noch ein Lagerfeuer rein und dann können wir die erste Nacht schon da drin pennen. So, ein Stamm noch, passend zum Gewitter, jetzt aber schnell. So, was bist denn du eigentlich für ein Vieh? Ja, irgendeine Echse. So, wo ist der nächste Baum? Wir brauchen ja nur noch einen einzigen Stamm. Komm, ich nehme auch mal mit. Und dich. Kriegen wir den? Ja. Jetzt haben wir hier irgendwas im Weg. Kommen wir nicht mehr weg da jetzt. Ah, essen müssen wir ja auch was. Aber das machen wir im neuen Eigenheim. Nehmen ruhig zwei Stämme mit, auch wenn wir nur noch einen brauchen. Können wir dann schon an eine der Palisaden nageln. So, hier müssen wir es eigentlich auch später, ne, hier oben zumachen. Naja, wir machen erstmal das Haus. Hä? Haben wir Probleme mit dem Zählen, liebes Programm? Stand doch eben 55 oder ich... muss noch 44 Loks holen, das kann auch sein. Obwohl, da sind jetzt auch die Barrikaden dabei, ne? Ich war der Meinung, gezählt zu haben, beziehungsweise angezeigt, bevor ich die Barrikade gebaut habe, dass nur noch ein Stamm war. Gucken wir mal. 57 von 55. Okay, vielleicht noch ein Bug. Ich weiß es nicht. Ja, das heißt, wir werden weiter. Okay, das mache ich offscreen, weil die Folge wird jetzt sonst, glaube ich, zu lang. Wir müssen jetzt noch was essen. Gucken, ob ich hier einen Schokoriegel rausgezaubert kriege. Ne. So, da nehmen wir jetzt noch einen Schokoriegel mit. Können wir eben beide mampfen. Dann können wir nämlich noch einen Baum ummachen. Fällt auch schick. Mir auf den Kopf gleich wahrscheinlich. Da.
Oh, die rollen ja schon schön in Richtung des Eigenheims mit unverbaubarem Blick. Das ist schon ein bisschen seltsam, ne? Wie viele Bäume da jetzt reingehen. Nun gut, dann würde ich sagen, drei können wir nicht aufheben. Wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Wer wissen will, wie es weitergeht und noch kein Abo hat, der kann ja gerne den Abo-Button anklicken. Und es wäre wie immer ganz lieb von euch, wenn ihr das Video in anderen sozialen Netzen teilt. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis da vorne kommt schon wieder Eingeborene. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.